Klasse, so muss es laufen. So, Barrel. Alles gleich nochmal mitnehmen. Wenn es nochmal da hinten gibt, so eine Schatzkammer. Wenn es die nochmal geben würde, wäre richtig cool. Dann gibt es nochmal Colt. Das gleiche nochmal oben drauf. So, wo wir das schon entdeckt hatten. Da ist der Formance Table. Oh, da ist ein Dicker wieder. Mal alles einsammeln. Da ist der Dicker, so. Vielleicht ein bisschen Mana. Haha, alles klar. So, TNT kann ich aber mal. So, mit der anderen Waffe. Aber man kann schon ein bisschen jetzt durchpeitschen, es sieht schon ein bisschen entspannter. Au. Kann ich aber auch nicht überheben. Aber ich hau schon wesentlich heftiger zu. Bei all der Hektik dürfen wir den Krempel nicht vergessen, der hier so rumliegt. Alles klar. So, wo sind die nächsten? Gleich reingepeitscht nach vorne. Ja, ja, sie geht richtig gut. Geht richtig gut vorwärts jetzt. Auf jeden Fall schon wesentlich entspannter. Man muss aber die Hände, wie gesagt, die Finger auf 1 und 2 lassen für die Tränke. Ansonsten wird es schwierig. Da ist wieder ein Dicker. Die bringen richtig gute Idee, die Dicken hier. Ja, los. So. Dann das Krempel mal hier auseinanderrollen. Und Level up. Sehr geil. Haben wir alles? Ja. Kommen wir zum nächsten. Noch eine Tür, da müssen wir nochmal rein. Also nochmal Kommando zurück. So, mal hier lang. Mein Pet ist schon wieder aggro. Vollkommen unnötig. So. Oh, oh, da ist schon wieder einer. Mal gucken, was hier. Ja, zwei Schläge und die Jungs sind hinüber, ne? Das ist schon sehr cool. Und ich kann mit dem anderen Schlag, kann ich sie so wegschubsen. Das gibt mir noch ein paar Sekunden, Millisekunden um. Alles klar, mein Pet hat schon wieder. Leute, Leute. Trimmer euch hier die Axt zwischen die Augen. Aber sowas. Money, money. Und da ist die andere, genau, hier wollte ich rein. Sehr cool, doppelt abgegriffen. Müssen wir nur aufpassen, da vorne war ja dieser, der mich umgelegt hat. Autsch. Oh, mein Pet geht's echt nicht gut, das ist schon dreimal jetzt eben abgehauen. So. Fleet regeneriert sich aber langsam, glaube ich, oder? Oder müssen wir dem. Müssen wir es heilen? Oder sollen wir jetzt einmal mal einen Fisch zum Futtern geben? Weil jetzt kommt sowieso der Dicke. Da hat wieder ein Zauber gelernt. Alles klar. Ich müsste den Zauber jetzt aber dafür. Oh, Gottes Willen. Ah, ganze Menge, was hier wieder gibt. Das muss ich mir ja mal angucken. Aktuell, glaube ich, bin ich mit den Sachen recht gut betitelt, die ich habe. Plus 2 Verteidigung, aber 3 Armor. Giftwiderstand und plus 2 Rüstung. Ich glaube, das ist, die ich anhabe, noch ein bisschen besser. Hier aber wieder eine starke Axt. Die hat jetzt Swift Camp Hatchet. Enchanted Axt. Die hat 50 Damage. Die andere, die ich habe, die hat 58. Alles klar, ist nicht so gut. I can't. Ein Blaster. Den könnte ich mir jetzt aber reinlegen. Alles klar. Und ein besserer Helm vielleicht noch. 4 Armor, 5 Armor. Plus 2 Rüstung. Ja, was ist besser, ne? Der sieht blau, der andere ist aber auch blau. Von daher, der, den ich anhab, der hat 5 Armor. Also, lass ich mal so, wie es ist.
Können wir dann später verkaufen für gutes Geld. Dann gucken wir mal. Heidewitzka, Leute. Also, wieder meine Zauberer muss ich aufstellen, gleich wieder meine Skelette. Ah, jetzt habe ich die andere. Die blöde. Oh, so kann ich es aber auch erledigen. Ja, guck mal, da kann ich auch direkt mal von hinten so ein bisschen drauf schießen. Der andere geht sowieso davor. Dann gehe ich nicht so Gefahr, dass ich... Guck mal, da haben wir Bewege, Zahnbeißer, alles klar. So, mal eben Dinge aufstellen, die Typen. Wir schießen jetzt mit, die Skelettbogenschützen. Ich finde es aber im Nahkampf schon cooler, ne? Mal gucken, muss mal ein bisschen taktieren, was besser ist. Da geht's runter, der ist down. Aber die haben hier komplett die ganze Gegend einem nochmal respawnen lassen, ne? Ihr habt's gesehen, also waren nochmal alle nochmal da. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt aus, wenn ich da runter gehe. Inventar. Wo hab ich meine Fische? Alles klar. So, der ist verwandelt in irgend so ein hässliches Vieh. Und wir können runtergehen. Bin mal gespannt. Fishing Hole? Ja, guck, hier ist jetzt keine Viecher mehr. Oh, da kommen sie raus. Boah, alles klar. Nächsten niedermähen. So. Hier war doch der Typ, der mich umgemäht hat. Irgendwo hier. Dachte ich zumindest. Ah, die bleiben da stehen, leider. Oh, davon ist noch ein Gesundheitstrank. Mitnehmen. Wir dürfen nichts zurücklassen. Hier ist, glaube ich, alles weg. Vielleicht ein Schritt weiter. Oh, was war das denn bitte? War das mein Pet oder was ist das? Wow. Da ist er, da ist der Zauberer, da ist er. Ai, ai, ai. Alles klar. Keule. Und trinken. Der ist tot, ne? Abgefahren. Der hat es wirklich in sich, ne? Habt ihr gesehen? Mal komplett eben mein Leben fast runtergedrückt. So. Fast null runtergedrückt, der Typ. Also der war richtig heftig. Der hat es in sich. Gut, dass ich mich noch mal ein bisschen equipped habe. Okay. Wo sind die nächsten? Das wird noch heftiger, Leute. Das wird noch wesentlich heftiger, glaube ich. Also, wenn man hier nicht aufpasst, gibt's definitiv Sack voll. Was ist mit dem Typ? Warum kommt der nicht mit? Beweg dich, komm. Der hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet. Also, sich mal vorne hingestellt und... Jetzt ist er weg. So, Pet greift an. You have sprung a trap. Ich muss mal den Typen zurückholen. Was ist der? Warum geht denn der nicht mit? Der hat sich verlaufen. Der steht da vorne rum. Seht ihr das? Das ist echt Beschucke. Komm her hier. Ja, merci. Alles klar. Hat einen Knallkörper. So. Dann schauen wir mal, wo wir den nächsten. Wow, no. Das sind wieder so eine heftige. Da sind ja gleich mehrere von denen. Ich hab doch schon mal gleich einen Trank genommen, zur Sicherheitshalber. Die Typen mal beschwören. Und nochmal einen Trank. Der ist zumindest mal tot. Und jetzt die hier, die haben es in sich. Aber sowas von. Da ist nur noch einer. Also,
Mein Mana ist low. Ja. Hau den einfach zwei zwischen die Zahnriemen und dann ist gut. Dann brauchst du kein Mana. So, mitnehmen, Stadtportal, irgendwas. Ach, wenn ich Stadtportal mache, kann ich, glaube ich, mal eben zurückgehen. Und dann durch das gleiche Portal, ich probiere es gleich mal aus. Dann weiß ich ja mehr. Ach, Gold. Wer den Penny nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Ist. Okay, aber bald wieder Level up, also es geht schnuppig voran. Und es geht auch schon, am Anfang war es noch ein bisschen knifflig, jetzt mittlerweile traue ich mich auch schon, mich mal hier so einem hinzustellen, so ein Typ da. Dann hat er mich jetzt so dermaßen bearbeitet. Und man kommt auch langsam wieder in diesen Modus ran, dass man ein Auge für eben seine Lebensbar hat. Und da man ja ohne Cooldown die Tränke hier benutzen kann, ist es eigentlich recht gut machbar, wenn man genügend hat. 28, ich bin irgendwie mit, ich glaube fast an die 40 bin ich hier reingegangen. Zwischenzeitlich aufgestockt gehabt, jetzt habe ich 28. Mana-Tränke 25, da kann man schon mal ein bisschen häufiger 1 und 2 durchklickern. So, da sind sie schon. Ich nehme jetzt mal einen direkt, der sich aufbaut. Einfach aus Sicherheit, wenn ich so schaffe. Wow. Und die nächste bitte. Und das wieder ein großer. Jetzt geht's ab. Wow, und kurz zurück. Your pet has fled. Ist klar, dass der Abhauen hier losbricht. Slatrat, der Betrüger. Da hauen wir jetzt die Gestirn drauf. Alles klar. Ich finde mal meine komischen Kumpels hier, die schießen auf den. Your pet has fled. My mana is low. Mana wieder. So, Flame Increased. My pack is full. Okay, alles klar. You have sprung a trap. Your pet is good. Is hurt. Ja, das hätte ich mal gesagt. Your pet is free. Your pet is hurt. Ah, das ist der Typ, den ich umlegen muss. Alles klar. A quest has been completed. Shrine of Mana. Yes. Mein Pet geht's nicht gut, deswegen ist der so. Lass mal keine Pause einlegen, damit ich mich erstmal koordinieren kann mit dem Krempel, den ich gefunden hab. Oh Gott, deswegen. Phasenbeast oder was ist das? Ja. What's happen? Secret Mine. Geheimnisvolle Mine. Wo komme ich, jetzt dahin? Weil ich das Phasenvieh erledigt habe oder was? Wir gucken mal. Kann ich nicht mal das. Kann ich nicht dem Haustier einfach ein bisschen Krempel geben? Inventar. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Ah, Mist. Okay, Pet kann ich auch so heilen. Kann ich nicht füttern? Okay. Ich würde ja ganz. Ach, das ist ärgerlich. Ich kann hier auf jeden Fall noch so ein Gem reinlegen da oben. In die. Ja, da nicht, da auch nicht, da auch nicht. Und da habe ich schon drin. Soll ich mal ein Stadtportal machen? Wir gucken. Ich bin jetzt aber gerade in der geheimnisvollen Mine. Dann kann ich eigentlich auch mal hier. Depart from here. Okay, alles klar. Das Bett kann hier nicht weg. Komm, wir sind jetzt in der geheimnisvollen Secret Mine. Die gucken wir uns auch mal genauer an. Oh! Yes, you can!